Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Demo-Video. Die Uniform-App erlaubt es Ihnen von überall auf Ihre Betriebsdaten zuzugreifen. Wenn wir nun die App öffnen, sehen wir zuallererst den Hauptbildschirm. Diesen können Sie auf zwei verschiedene Arten anpassen. Möglichkeit 1. Halten Sie ein Symbol lange gedrückt. Anschließend öffnet sich die Auswahl der Module, welche für den Hauptbildschirm angezeigt werden können. Zum Beispiel wählen wir für unsere erste Hauptbildschirmseite die Aufgaben ab und möchten das Symbol Synchronisieren auf dem Hauptbildschirm angezeigt haben. Es können zwei verschiedene Hauptbildschirmseiten erstellt werden. Wählen Sie Seite 2 durch Tippen auf die oberen Pfeile. Wenn Sie mit Ihrer Eingabe fertig sind, bestätigen Sie die Änderung mit dem Haken unten links. Möglichkeit 2. Wählen Sie im Hauptbildschirm rechts oben die drei Punkte. Wählen Sie anschließend Einstellungen und wiederum anschließend den Punkt Heim. Auch hier können Sie die gewünschten Symbole, welche am Hauptbildschirm angezeigt werden sollen, mit einem Haken auswählen. Zum Beispiel möchte ich nun für mein Hauptmenü Tab 2, mein Dashboard, meine Tierarztliste, mein Medikamentenvorrat und auch meine Aufgaben angezeigt bekommen. Diese Änderung bestätigen Sie wieder mit dem Haken links unten. Neben der Änderung der Anzeige einzelner Module kann auch das Dashboard an sich angepasst werden. Klicken Sie auf das Symbol Dashboard und oben rechts auf das Rädchen, das Einstellungssymbol. Hier können Sie nun Ihre Wahl der anzuzeigenden KPIs mit einem Haken anwählen. Zum Beispiel möchte ich mir zusätzlich alle Fruchtbarkeitskennzahlen anzeigen lassen. Und nun werden mir unter den KPIs meine Besamungsrate, Trächtigkeitsrate und Konzeptionsrate angezeigt. Sie befinden sich nun nicht in der Nähe des PCs und möchten einen allgemeinen Kommentar zu einer Kuh notieren. Suchen Sie hierzu die Kuh über das Suchfeld oder der Tierkartei. Zum Beispiel möchte ich der Kuh24 einen Kommentar geben. Um nun eine Bemerkung zur Kuh unter Allgemein hinzuzufügen, wählen Sie rechts unten das Q-Symbol, anschließend den Punkt Bemerkung und hier können Sie nun Ihre Notiz angeben, wie zum Beispiel, diese Kuh ist eine Bullenmutter. Mit dem Q-Symbol rechts unten können natürlich noch weitere Änderungen vorgenommen werden, wie zum Beispiel Transponderwechsel, Eintragungen von Reproduktionsdaten oder Bewegungen. Zu jedem Ereignis kann natürlich auch ein Kommentar hinzugefügt werden. Zum Beispiel für eine Brunst. Als Beispiel Kuh nehme ich hierzu die Q115. Wählen Sie die passende Meldung aus, den Grund und natürlich geben Sie hier Ihre Bemerkung ein. Um nun auf die Reproduktionsdaten zu wechseln, klicken Sie einmal rechts oben auf die zwei Blätter. Anschließend auf Reproduktion. Hier wird nun unsere Brunst angezeigt. Dabei wird Ihnen ganz unten der Grund und natürlich auch Ihre Bemerkung angezeigt. Außerdem können wir auch auf der Tierkartei natürlich die Gesundheitsdaten einsehen. Wählen Sie hierzu wieder rechts oben das Blättersymbol und klicken hierzu auf die Rubrik Gesundheit.